Hallo und herzlich willkommen im Kinder- und Jugendzentrum Treff im Bebelhof. Mein Name ist Peter und die Kamerafrau ist Susanne, die mich gerade aufnimmt und gerade nicht zu sehen ist. Und wir wollen euch heute zeigen, wie man Billard spielt. Wir fangen an mit dem Aufbau der Kugeln. Ja, nun sind wir beim Aufbau der Kugeln. Wir haben ein Dreieck. Wir haben 16 Kugeln. Die weiße Kugel ist der Spielball. Da kommen wir später zu. Und jetzt bauen wir die Kugeln auf. Wir haben die Kugeln durchnummeriert von 1 bis 15. Die Hälfte der Kugeln nennt sich die halben, weil die zweifarbig sind, also weiß und eine Farbe. Und die andere Hälfte sind die vollen. Die sind halt ganzfarbig. Und dann gibt es eine besondere volle Kugel, das ist die 8. Die wird als letzte Kugel reingespielt. Zum Aufbau. An die Spitze kommt die 1. In die hinteren beiden Ecke kommt eine volle und eine halbe. Und die anderen Kugeln kann man hinlegen, wie man will. Bis auf die schwarze, die kommt hinter die 1. Die Position der schwarzen geht hier über die Linie. Hier gibt es eine Linie, das sind am Rand Markierungen und hier sind auch Markierungen. Und dort, wo sich die beiden, die Längslinie und die Querlinie treffen, wird die 8 hingelegt und das Dreier abgenommen. Jetzt kommen wir zum Anstoß. Als wichtigstes ist die weiße Spielkugel. Die müssen wir genau auf Position legen. Das ist einmal wieder die längste Mittellinie vom Tisch und die Mittellinie dieser Hälfte, die hier ist. Und dort, wo sich die beiden Linien kreuzen, wird die Anstoßkugel hingelegt. Jetzt haben wir hier unseren Kö. Kein Stock, kein Prügel, einfach nur ein Kö. Und um den schönen Anstoß machen zu können, zeige ich dir mal kurz, wie man am besten damit spielt. Eine Hand legt man auf den Tisch, wölbt sie so ein bisschen, legt den Daumen neben den Zeigefinger, dass der Kö eine Auflage hat. Und auf der Rückseite, guckt, halte ich den Kö nur ganz sanft, nicht zu fest. Und dann kann man den Kö einfach nach vorne schieben. Beim Anstoß müssen wir es kräftiger machen, damit auch ordentlich Bums hinter ist. Und das zeige ich jetzt nochmal von der Seite. Die Kugel müssen wir genau in der Mitte treffen. Das ist wichtig, damit die ordentlich viel Schwung hat und dann die 1 an der Spitze trifft. So, dann probieren wir das jetzt mal. Und das ist ein schöner Anstoß gewesen, weil die Kugeln haben sich schön verteilt. Es ist noch nichts entschieden. Und jetzt kommt die Mitspielerin dran.